das Licht. Bereit, Cura? Ich mag das gleich. Fängt das schon gut an. Hm. Okay. Schwarze Schafe. Ich muss einen Pullover anziehen. Was musst du pupsen? Pullover anziehen. Gehst du gerade an meinen Schrank? Ja. Ey, ich dachte, du bist fertig. Ich dachte, wir legen jetzt los. Ja, warte doch. Ey, ich stehe den nachher zurück. Wie du stehst, das wieder. Oh, der riecht voll gut. Ja. Nee, ich habe ja genau den gleichen. Nee, du hast nur mit Gelb. Du willst meinen abzocken. Nein, das soll ich mit Grün. Ich mag keinen Grün. Naja. Okay, dann zieh aus. Gestattest du es wieder oder ich? Haben wir das nicht schon geschafft? Ja, nee, ich hab dich gequatscht bisher. Jetzt sag hallo, herzlich willkommen oder so. Was sagt man denn so? Soll ich sein? Ja. Baby und von meinem Terrorzwerg hier, unserem Teenager Sera. Ach so, hi. Genau. Ihr hattet die Möglichkeit, uns auf Instagram Fragen zu stellen, weil Sera hat euch nämlich gesagt, wenn ihr uns keine Fragen stellt, kommt sie zu euch und esst eure Kekse weg. Oder ich leg mich unter euch im Bett. Ja, genau. Oder sie legt sich unter euer Bett. So, dann gucken wir mal, was hier für Fragen reingetrudelt sind. Vera, das Thema hatten wir gerade. Wie findest du das Dorfleben? Scheiße. Also Stadt war eher meins. Also hier kann ich ja den ganzen Tag nichts machen, außer rumgammeln. Ja, es ist schon sehr eintönig, sehr langweilig, verstehe ich auch total. Man, als Teenager, ne, will man natürlich irgendwie genau das nicht. Aber ansonsten, ist es jetzt dort schlimm, oder? Nee. Die Menschen hier sind sympathischer als in der Stadt, definitiv. Ja, immerhin haben wir ja schon mal was Positives gefunden. So, nächste Frage. Wie kommst du in der Schule klar, in der neuen? Nicht gut. Was? Oh, hast du gehört, wie es geklappt hat? Wie, du kommst nicht gut klar? Hey, ich habe gesagt, ich komme relativ gut klar. Ach, ich habe verstanden, nicht gut. Ich so, hä? Also jetzt so von den Noten her komme ich eigentlich gut klar, aber von den Menschen, Kontakte, nicht so, weil die sind eigentlich alle so unsympathisch. Naja, es ist halt schwierig. Aber siebte Klasse? Ja, also du hast schon ein paar, ne? Aber ja, siebte Klasse war bei mir auch schwierig. Da irgendwie so, ja, jemanden zu finden, mit dem man sich richtig cool versteht. Mit manchen hängt man halt einfach nur so ab. Ja, ich muss so wippen. Ja, mit manchen hängt man einfach nur so ab, weil die halt in der Klasse sind, aber man würde privat sich jetzt nicht mit denen treffen, oder? So war es bei mir zumindest immer. Und mit manchen ist man dann halt auch privat. Ja. Das war's? Ja. Immer so, ja? Ja. Was soll ich dazu sagen? Ist halt einfach so. Okay. Aber Freunde hast du schon gefunden? Ja. 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 Also würde mich auch wundern, wenn nicht, ne? Also, ey, guck mal. Was? Guck mal, was? Ey, guck mal, wie sympathisch ich bin. Das habe ich von ja, dir. Hast du, recht, hast du. Du bist echt sympathisch, hast du recht. Hätte mich auch gewundert, ich war wieder fast. Ja, so ein bisschen arrogant muss man ja auch sein heutzutage. Ja, nee, ich finde das gut. Sag mal, Vera, hier steht, schminkst du dich? Nee, aber ich will anfangen, aber ich bin irgendwie zu inkompetent. Ich kann nicht mal einen Eyeliner auftragen. Weißt du, wie viele Mädels jetzt da unterschreiben werden? Kann ich auch nicht sehen und ich bin erwachsen. Ich schwöre es dir, das liegt manchen Menschen einfach nicht. Ja, aber es dafür bist du ja da. Jetzt soll ich dir den ziehen und dann dir ja, jeden frühen Morgen kannst du meine Fake-Wimpern draufkleben. Na klar. Das kannst du schön alleine lernen. Du bist doch auch vom Zeichnen her so begabt, das wirst du ja wohl können, dir da einen Strich zu ziehen. Ein bisschen ja, aber nicht in den Spiegel. Jetzt steht hier, Vera, wie ist es so als große Schwester? Na, eigentlich gut, weil immer wenn die frech kommen, kann ich sagen, ich bin älter, hab Respekt. Ja, aber ich glaube, die meinen so, es ist voll anstrengend oder so. Ja, also natürlich ist es manchmal anstrengend, weil die ja manchmal so denken, oh, jetzt nerv ich meine große Schwester, aber eigentlich ist es chillig. Ja, du bist ja, kennst du ja nicht anders, eigentlich. Ja, also doch ein paar Jahre, wo ich ein kleines Kind war. Drei Jahre warst du da, aber da, oh, weißt du, wie oft ich da in den Kindergarten musste?
Lehrer hätte ich nicht an Regeln. Lehrer macht dies, Lehrer macht das. Und dann kam mein Bruder und dann hat die Erzieher zu mir gesagt, wortwörtlich, das ist das Beste, was ihrem Kind hätte passieren können, dass sie ein Geschwisterchen bekommt. Sie hält sich jetzt auch mal an Spielregeln und sie kann auch mal ganz kurz warten. Haben sie mir gesagt. Lustig, ey, wirklich. Ja. Und dann steht, Sarah, wärst du lieber Einzelkind? Natürlich, also es gibt Momente, wo ich denke, ja gerne, aber eigentlich wäre ich dann voll noch einsamer als vorher so. Das ist süß. Okay, was steht hier noch so? Hier steht ganz oft eine Frage, ob du noch mit deinem Freund zusammen bist. Magst du dazu was sagen oder nicht? Also, damit diese Frage nicht mehr kommt, nein, ich bin nicht mehr mit dem zusammen. Und mich haben eine Person oder zwei Personen darauf angeschrieben, auf Instagram, aber ich habe darauf nicht geantwortet. Ist auch richtig, ihr sagt im Privatleben. Ja. Manche Sachen finde ich, da muss man jetzt ja auch nicht weiter ins Detail gehen. Ja, also auch wenn du jetzt gesagt hättest, nee, möchte ich nicht sagen, denn das ist so. Ne? Ganz klar. Okay, was gibt's hier noch? Haha, wie viele Kinder hättest du später gern? Gar keine. Ich schwöre euch, ich saß genauso. Vor 15 Jahren saß ich hier, also nicht hier, aber generell saß ich auch mal da und habe gesagt, Kinder will ich niemals haben. Niemals. Die sind laut, die machen in die Windeln und ich kann ja nicht mehr richtig schlafen, habe ich immer gesagt, in deinem Alter. Und jetzt? Ja. Was ist jetzt passiert? Ja, okay, okay. Erst, ich sag jetzt so, ich will jetzt nicht so früh, wie du zum Beispiel ein Kind bekommen, sondern vielleicht, wenn ich erstmal mein Leben auf Tiere habe, sag ich jetzt mal, also einen Job und ja, ist ja vernünftig. Manch auch Freizeit halt oder halt einen Freund oder ja, ne? Ist ja richtig. Irgendetwas. Aber denkst du hattest dadurch, dass ich so früh Mutter geworden bin, jetzt ein anderes Leben, als wenn ich jetzt 10 Jahre später dich erst bekommen hätte? Nee, also ich glaube, dann wärst du definitiv strenger. Also jetzt wirklich, also wenn ich angucke, wie viele ältere Mütter, nichts gegen euch, ne? Ältere Mütter sogar bis heute noch das Handy immer abends einziehen oder das regelmäßig kontrollieren, denke ich mir, dann bin ich lieber froh, dass ich eine junge Mutter habe. Also macht ja nicht jede Mutter, aber also bin ich Freunde nicht von mir. Nee, bist du nicht. Also wärst du streng, dann wäre ich wirklich am Arsch. Aber hast du nicht auch so Regeln und so? Also die dich dann mal nerven, die wir aufstellen? Nein, also ich natürlich nerven sie mich, aber es ist ja normal, diese Regeln. Was sind das für Regeln? Ja, halt, darf ich Sachen ordentlich halten, mich um meine Tiere kümmern, sage ich jetzt mal. Ja. Und halt auch manchmal helfen und so. Ja. Ja, aber das ist ja normal, so besonders bei so vielen Kindern. So, dann steht hier, fühlst du dich einsam in der Wohnung drüben? Weil du ja von uns so ein bisschen separat bist. Nee, eigentlich ist es relativ sogar angenehm, denn dann weiß ich wenigstens, wo ich hin kann und wenn ich nicht genervt werden will oder so. Wegen, da müsst ihr schon euch erstmal anstrengen, um zu mir rüberzukommen und ja, du hast halt so deinen richtigen Rückzugsort, ne? Ja. So als Teenager, glaube ich, also ich hätte mir das auch gewünscht. So, nicht der Vater, der früh um 21:30 Staubsauger kommt und immer schön baff, 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 geht die Tür, bis du wach bist. So ungefähr. Weil Sarah macht drüben wirklich alles alleine, ne? Also sie hat da ja 3 Räume. Bad, Küche, Flur. Und es ist so, dass sie, also ich war jetzt heute vorhin gerade drin, und gesagt, nee, so ist nicht ordentlich. Sie natürlich ganz, ganz cool. Hä, ist ordentlich. Oh und sag, Mann, das ist doch voll ordentlich, ich weiß nicht, was du hast. Genau so. Und ich sag, nee, hast du dich mal umgesehen? Und da wurde erst ein bisschen diskutiert, aber meistens sieht sie es dann eigentlich ein und dann macht sie es halt alleine. Und ja, manchmal mache ich dann so nochmal den Grund. Also letztens war sie bei ihrer Freundin und dann dachte ich so, oh geil. Konnte ich da überall putzen wie eine Verrückte, aber ansonsten macht sie das wirklich alleine. Und das ist ja auch für die Zukunft total gut. Also dass sie das dann schon alleine alles bin kann. Bin ich bereit, halt jedes andere Mädchen später. Ja. Kann ich richtig flexen, ja. Guck mal, wie ordentlich ich bin. Ja, ich glaube, wenn du später aussiehst, hast du immer so einen Tinnitus. Mach deine Wäsche in den Wäschekorb, du sollst dein Bad ordentlich halten, Kind Geschirr abwaschen. Du hörst es bestimmt schon so in deinem Ohr drin. Ja, und sobald du schreibst, ich komme dich echt besuchen. Ich werde so rennen. Ja. Run! Wie ich es mache, wenn Opa kommt. Ich glaube, das macht jeder, wenn sich die Eltern ankündigen, dann wird erstmal gut. Und wenn er mal spontan kommt, dann ist es schlimm, oder? Mein Vater stand nämlich erst vor ein paar Wochen spontan vor der Tür. Mein Gesicht. Und dann sage ich nur so, oh Gott, ich habe nicht aufgeräumt.
Und die haben so gelacht über mein Gesicht, das ist mir völlig entglitten. Aber war gar nicht so schlimm. So, nächste Frage. Siehst du Flo als dein Papa? Ja. Also ich habe ihn nie richtig als meinen Stiefvater. Also kann ich auch nicht. Also natürlich, ich nenne ihn Flo. Aber... Wenn du was willst, nicht. Ja, aber ich sehe ihn eigentlich als Vater, wegen ich kann mir halt nur ihn als Vater vorstellen. Also jemand anderen nicht. Geht nicht. Kann ich nicht. Okay. So, dann stand hier noch irgendwo, ich finde es aber gerade nicht, ob du, aber die Frage war hier öfters, ob du viel helfen musst. Nee. Also jetzt bezüglich, weil du ja so viele Geschwister hast. Und also ich kann die Frage zu nachvollziehen, weil mein Vater hat ja auch, ich glaube, 7 Geschwister. Und der musste halt wirklich viel machen. Der musste sich um die kümmern, der musste sie mit denen auf dem Spielplatz, der musste mit denen, der musste einkaufen, der musste dies, der musste das, der musste wirklich viel mithelfen. Deswegen verstehe ich die Frage total, aber ja, jetzt kannst du erzählen. Na. Relativ muss ich nicht viel helfen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel früher morgen rüberkomme, dann bin ich schon manchmal am Arsch, weil dann muss ich erstmal den Hasen essen bringen und du kennst mich, ich gehe gerne ohne Schuhe oder so komme ich rüber und dann erstmal durch das nasse Gras, platsch. Da musst du ernsthaft den Hasenfutter geben? Ist so schlimm, ne? Es ist gerade so als wäre es so richtig schlimm. So. Und dann bin ich vor dem Arsch und muss den Hasen Futter geben, was wahrscheinlich schon vorgeschnitten ist. Und ich aber nur die Schüssel nehmen muss und dann zum Hasenstall gehen muss und es auskippen muss. Und dann muss ich wieder durch den Rasen zurück und die Schüssel zurückgeben. Nee, aber ehrlich, musst du jetzt viel helfen? Nein. Nee, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, könnt ihr mal da helfen oder mal da helfen, dann helfe ich ja gerne nicht noch. Ja, aber wir haben es auch schon bemängelt, weil sie es nicht sieht. Also man muss immer sagen, kannst du bitte helfen? Würdest du bitte dies und das mal machen? Weil sie es von alleine sieht, sie es nicht. Weil sie hat auch eine ganz andere, das ist wie Flo, hundertprozentig Flo, sie hat eine ganz andere Auffassung von Ordnung. Deswegen diskutieren wir auch immer. Kannst du bitte deine Bude drüber aufräumen? Ist doch sauber. Und ich denke so, wow, Bombe hat eingeschlagen. Aber Flo hat mich so erzogen, dafür kann ich nichts. Ja, aber es ist deine Schuld. Also für einen Teenager, wenn ich mir das Zimmer von meinem Bruder damals so vorstelle, ich exposte jetzt dann Flo, bist das du, ist alles seine Schuld. Dann bist du wirklich noch relativ human, was die Unordnung betrifft. Also, passt schon. Okay, nächste Frage. Ich war schon nie so lange in diesem Raum, das ist gruselig. Die Frage kam auch sehr oft, weißt du schon, was du nach der Schule machen willst? Leichenbestatter! Kein Applaus. Wir haben schon öfter drüber gesprochen. Und also ich weiß, dass es generell so eine Teenager-Phase sein kann, aber Sarah ist halt wirklich ein Mensch, die mag keine Menschen. Aber das ist, glaube ich, einfach Teenager-bedingt. Ich lese das immer wieder und höre das auch immer wieder von den Zuschauern, dass alle Teenager sagen, boah, ich hasse Menschen. Deswegen denken wir, dass vielleicht sowas im sozialen Wesen wäre nicht so für sie. Aber vielleicht mit Menschen, die nicht so... Die nicht mehr leben. Die nicht mehr so on sind. Oh, okay. Also an. Also, Verstorbene? Ja. Oh, okay. Ich hätte jetzt ein... Oder was ich mir auch noch vorstellen oder was ich mir auch noch vorstellen könnte. Schlachter. Warum so viel Tod und Blut und. Ey, du nein. Kennst mich mit Horrorfilmen. Ja, nee, also. Manchmal ist sie komplett das Gegenteil von mir. Ich könnte das im Leben nicht. Ich lach da immer voll. Nee. Besonders wenn da jemand so. Bei Horrorfilmen. Nee. Wenn ich schon die Musik höre, ich kann 3 Tage nicht schlafen. Ich bin völlig fertig dann. Meine Seele. Wo? Nee, aber was ich mir noch vorstellen könnte, wäre so in Richtung Tätowiererin. Weil du kannst super gut zeichnen. Und bist du voll kreativ. Ist Anwalt fangen ja. Ja, aber das lernst du ja auch. Also das sind ja Menschen, mit denen musst du reden. Du weißt, was richtig gut ist? Feindschaft. Die machen immer erst so mittags auf Tattoo-Studios. Kannst du auspennen. Ich überleg's mir noch. Ja, also mal sehen. Aber es ist auf jeden Fall kein, ich denke, es wird kein aber gängiger mein Mensch. Tätowierer werde ich so oder so totes Fleisch sehen. Wegen dann ist das so. Ja, aber Schweinefleisch. Ja. Schweinehaut. Oh, ich so oh, rein. Leute, das kann ja was werden. Ich trigger meine Mutter. Mhm. So, machen wir noch 1, 2 Fragen und dann... Nein, da sind voll viele, müssen noch richtig viele machen. Meine Schnitt! Jetzt Schnitzel im Ofen. Aber bei mir hier, also bei uns im Haus, sie hat drüben keinen eigenen Herd und keinen Ofen, das... Nee, einfach nein, dazu ist sie zu jung. Und? Alles gut, aber ich hab's dir gesagt, wir werden das safe vergessen, jetzt war das sogar so. Wie schafft man das, so ein gutes Verhältnis zu haben? Also zwischen dir und mir. Mir und dir.
Keine Ahnung. Ich glaube, das liegt aber wirklich an dem Alter irgendwie auch, ne? Weil du kannst es besser nachvollziehen. Ja, nicht weil du jung, also nicht weil Dings, sondern. Was soll das heißen? Nicht weil du jung bist. Also, du bist jung, aber ich glaube eher, weil du nicht so älter bist als die anderen Mütter und du das dann noch in den Jahren noch besser nachvollziehen kannst, sage ich jetzt mal. Daran liegt es? Ergibt es Sinn? Ja. Ja, es ergibt Sinn, aber ich dachte, du sagst jetzt was Nettes. Bin ich schon gefreut. Weil du so und hast es wieder zurück. Weil du so wunderschöne Haut hast. Warte, warte. Du musst ja nicht verstehen, das ist ein Insider. So, dein Lieblingsessen? Lasagne. Oder? Nicht mehr? Naja, also Lasagne ist schon mein Lieblingsessen, aber im Winter ist mein Lieblingsessen eigentlich diese Suppe. Kartoffelsuppe. Gemüsesuppe ist ja, Gemüsesuppe püriert. Bloß nicht in Stücken. Nee, das schmeckt nicht. So, hättest du gerne noch ein Geschwisterchen? Aber ein Bruder. Das ist kein Mädchen. Die bestellt jedes Mal einen Bruder. Das ist schon das dritte Mal. Und immer sind es Mädchen. Aber vielleicht hast du auch mal Glück. Müsst ihr euch mal anstrengen. Welches Kind hängt am meisten an dir? Von den Geschwistern. Das ist phasenweise. Mal ist Rino total oft bei dir, denn gestern war Jordan total viel bei dir. Mal ist Nika. Unterschiedlich, oder? Oder würdest du jetzt einen sagen, der am meisten bei dir ist? Immer, eigentlich immer das relativ Neueste, weil es ist nicht so nervig. Nee, aber also mit dir Zeit verbringen, also mit ihr verbringst du jetzt wenig Zeit. Es sei denn, ich sag, halt mal, ich muss pullern. Also, er macht so, okay, Mama, bist du bald wieder da? Sie so ungefähr. Nee, aber wechselt kann man gar nicht sagen, wer da genau, oder? Nö, hab ich auch nicht. Okay. So, was habe ich hier noch? Sera ist so eine hübsche, wie ihre Mama. Das ist keine Frage. Das ist die Wahrheit. Ah, hier steht. Was würdest du sagen, wenn deine Mutter und Flo noch 5 Kinder bekommen würden? 5. Dann sind wir wie viele? Ach, dann wäre ich schon längst ausgezogen. Ja, gönnt euch mal. Was ist das so witzig? Okay, warte. Maschallah. So, noch eine Frage, dann gehen wir nach den Schnitzel wieder gucken. Ich habe schon längst ausgemacht. Ich habe zu viel Angst um meine Schnitzel. Ach, hast du ausgemacht? Ja. Ja, okay, trotzdem nur eine Frage. Ich gönne nicht. Vera, hättest du auch mal Lust zu vloggen? Zu was? Zu vloggen. Was ist das? Na, also die Kamera mit in deinen Alltag zu nehmen, so wie wir. Achso, wenn ich jetzt einmal einen Tag mal deine Kamera nehme oder so? Ja. Also, wenn du mal einen Vlog machen willst, was du so den ganzen Tag so treibst. Ja, das wird nicht viel sein, aber ja. Also hättest du Lust oder sagst du? Ja, schon. Eigentlich schon. Muss ich auch zumindest einen Plan haben, was ich den Tag machen will. Wenn ich nichts mache, ist es langweilig. Okay, jetzt aber wirklich letzte Frage. Machen wir dann noch mal. Allerletzte Frage. Ob du, da stand, ob du also negative Erfahrungen damit gemacht hast, weil wir YouTube und so machen. Nee, aber ich wurde schon öfters, also jetzt eher von meinen Klassenkameraden angesprochen, aber einmal in den Ferien, das fand ich irgendwie voll nice, wurde sie so angesprochen, so, ey, du bist doch die Tochter von Vero, so von Großfamilienmami, ich so, ja, und sie so, ey, guck mal, also zu ihrer Freundin, ich habe vergessen, wie ihr Name hieß, so, ey, guck mal, das ist doch die von der Großfamilie, und sie so, ach so, ja, kennst du nicht, weil das war voll, das war, ich fand das irgendwie voll. Wo ihr dann bei der Klassenvater wart? Nein, es war in den Sommerferien, wo ich bei Patti war, eine Woche. Ach krass, das hast du mir gar nicht erzählt. Das hast du mir gar nicht gegönnt. Hab ich. Hast du mir erzählt? Das hat dir, glaube ich, Patti sogar erzählt. Und dann hast du mich nochmal gefragt, dann habe ich es dir nochmal erzählt. Stillhören. Ja, Stillhören. Ja. Nee, also du wirst schon angesprochen, aber bisher nicht negativ, oder? Nee. Die fragen nur so, die haben nur, zum Beispiel meine Klassenkameraden jetzt, die haben schon etwas gefragt. Ja, können wir mal hier, ach so, hier grüßen meine Klasse. Ja, dann mal los. Ja, wir grüßen die Klasse 7b und 7a und ja, ihr mögt mich ja alle und so. Weil ihr könnt ja gar nicht anders, weil sie so voll sympathisch. Ja, Leute. Okay, willst du jetzt das Video auch beenden und sagen, ja, tschüss, ihr müsst abonnieren und so? Ach so. Ja, also, meine Drohung hat ja mit den Fragen richtig gut funktioniert. Wenn ihr diesen Kanal nicht abonniert, dann komme ich wirklich
abends zu euch nach Hause und presse eure Kekse. Drückt auf die Glocke. Also ihr Süßen, wenn ihr davon mehr sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, dann machen wir das, oder? Ja. Wir gönnen, oder? Ja, wir gönnen. Sagt man doch so in der Teenager-Sprache. Wir gönnen mehr... Wir gönnen und wir... Wir gönnen mehr Videos. Genau. Von und uns wir, beiden. Und wir... Warte. Und wir... Wir triggern und wir sind cringe. Weißt du, was cringe bedeutet? Ja, keine Ahnung. Cringe bedeutet also so etwas wie komisch. Ja, wir sind doch komisch. Hab ich doch gut gesagt. Cringe. Cringe. Du sagst es ausgesprochen. Das heißt cringe. Cringe. Nein, nicht cringe. Cringe. Du sagst die ganze Zeit cringe. Ich kann's nicht. Okay, jetzt ist mir peinlich. Ende Sympater ist. Sympater ist was? Was? Sympater ist was? Was heißt das? Na, der Mörder ist verdächtig. Warum sagst du sowas zu mir? Ich bin kein Mörder. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich verstehe deine Teenager-Sprache. Ich habe auch nicht. Richtig. Gut, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr es nicht nochmal tut, dann esse ich eure Kekse. Okay, also bis zum nächsten Mal. Ciao. Und ich esse jetzt mein Schnitzel. Ciao. Du musst aber rein. Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott.